Oh ja. Erzähl es mal. Was? Erzähl mal, was du damit machst. Girl! Was? Hallo Leute! Hallo! Das ist die Zoe, die kennt ihr noch nicht. Sie möchte übrigens eventuell auch mit YouTube anfangen. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das Video fertig angeguckt habt, ob ihr denkt, dass die Zoe YouTube-fähig wäre und ob ihr sie vielleicht angucken wollt. Und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an, denn wir waren beim DM einkaufen. Mhm. Und wenn man beim DM ist, kauft man Sachen. Mhm. Und Sachen, die man gar nicht braucht. Mhm. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, zuerst Kokosöl, weil Kokosöl kann man immer brauchen, sowohl zum Essen als auch für die Haare. Ich mache mir das gerne ein bisschen in die Spitzen, aber nicht zu viel. Ihr müsst echt darauf achten, wie viel ihr nehmt und wie viel ihr euch in die Haare schmiert. Denn die Zoe hat damit Erfahrung gemacht, heute Morgen. Ja. Die sah ein bisschen strähnig aus, aber wir haben es gerettet mit Trockenshampoo. Machen wir weiter. Da geht es schon direkt wieder um die Haare und zwar das Balea Tiefenreinigungsshampoo. Allerdings benutze ich das eher selten für meine Haare, sondern ich benutze es zum Pinselreinigen, weil damit die ganzen Rückstände in den Pinseln super, super zu reinigen sind. Und dann bleiben wir gleich bei den Bartsachen. Bibi hat schon wieder neue Geschmacksduftrichtungen rausgebracht und ich muss sagen, der da riecht wirklich gut. Ich habe zwar gerade noch so Schminkreste drauf und ich finde den Deckel auch schon nicht mehr, aber das ist Frizzy Berry von Bilou und es riecht ultra, ultra gut. Darf ich da mal? Ich mach. Girl. Girl. Also ich habe mir die Contour-Palette von Trended abgekauft. Damit bin ich eigentlich super zufrieden. Und würde sie jedem empfehlen. Genau, eigentlich wollte sie die von NYX kaufen und hat sie gedacht, nee. Ja. Wird sie eh nur zwei Farben benutzen und dann kann sie auch hier von zwei Farben benutzen, von dem her. Genau, erfüllt den gleichen Zweck. Genau. Dann habe ich mir ein Gesichtsöl gekauft von Alverde. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das ist für trockene Haut. Was ich besonders toll finde, ist, dass es halt so eine Pipette hat. Das heißt, man muss nicht mit den Fingern rein. Es ist einfach ein bisschen hygienischer als so eine offene Creme. Und ich benutze auch sehr gerne Öl im Gesicht, weil ich halt so eine trockene Haut habe. Was haben wir noch gekauft? Ich habe mir so einen Make-up-Sponge noch gekauft. Woher hast du den? Vom DM. Ehrlich? Girl! Was? Den habe ich gar nicht gesehen. In der Evelyn-Theke und ich habe den, wie man sieht, auch schon benutzt. Und was ich an dem halt so cool finde, ist, dass ich das hier benutze ich immer so fürs Gesicht. Das ist weicher und das hier ist ein bisschen härter und das ist ganz gut für Concealer. Ja, ich habe gedacht, der hätte den dazu aus Douglas oder so. Douglas. Ja, kann ja sein. Ich habe mir von Catrice die Blush-Palette gekauft. Wie ihr seht, gibt es hier drei verschiedene Farben. Und die eine besteht eigentlich größtenteils nur aus Glitzerpigmenten, die euer Blush nochmal viel strahlender wirken lassen und so wirkt ihr einfach frischer. Okay, weiter. Okay. Es ist warm. Jo, dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft, die auch eher ja, zusammenpassen. Und zwar einmal von Sally Hansen, diesen Insta-Try Topcoat. Das ist einer, der sehr schnell trocknet und den habe ich sogar leer gemacht. Den Nagellack leer gemacht habe ich, schaffe ich selten, aber habe ich da geschafft und habe ich mir wieder nachgekauft, weil ich den sehr gut finde. Und passend dazu natürlich auch einen Nagellackentferner. Da gibt es ja jetzt diesen neuen von Ebelin, der auch für die Füße ist. Und ich habe den heute direkt mal ausprobiert, weil ich mir dachte, okay, für die Füße, cool. Weil der hat nämlich oben noch so ein Schwämmchen dran, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für die Füße finde ich den nicht so gut. Für die Finger finde ich den super, aber für die Füße werde ich wahrscheinlich auf normalen Nagellackentferner im Fläschchen zurückgreifen. Würde ich auch sagen. Jo, ich finde das sowieso eklig, dass du da dein Zeh reinsteckst. Ja, aber irgendwie, es funktioniert auch nicht so gut. Also ja, für ja, die Finger ist es super gut. Ja, und ich habe direkt meinen Boden versaut mit Nagellackentferner. Also was auch noch immer geht, ist das All About Matte Fixing Compact Powder von Essence. Das ist unter anderem das beste Kompaktpuder und Fixierungspuder, das ich jemals gekauft habe. Ich habe mir noch zwei Sachen gekauft, und zwar einmal diese Power Strips von Tesa, die gibt es nämlich auch beim DM. Habe ich lange Zeit... Was? Ich habe es lange Zeit nicht gewusst, dass es sowas beim DM gibt, obwohl ich dort arbeite. Oh, das kommt jetzt schlecht auf mich zurück, ne? Egal. Ich bin halt eher so in der Schminktheke aktiv, ne? Auf jeden Fall klebe ich damit immer mein Mikrofon hier in der Nähe irgendwo dran, damit ihr einen schöneren Ton habt. Und in meinem Zimmer in Karlsruhe, ich bin ja jetzt gerade hier, sitze ich in Mannheim. Oh ja. Erzähl es mal.
Was? Erzähl mal, was du damit machst. Ich klebe mir da so Aufbewahrungsboxen, so kleinere, an die Wand und mache da meine Schminke rein. Aber das hält nur bis 2 Kilo, aber das hält bombenfest. Was sie auch noch macht, ist, dass sie sich über ihre Spüle einen Plastikkleiderbügel hängt mit diesen Tesa Power Strips. Die halten sogar. Und sie hat während der Prüfungszeit gemeint, dass wenn sie abspült und sich dann ein Skript da dran hängt, ich hasse abspülen, das währenddessen lesen kann und was für die Uni macht und produktiv dabei ist. Wie hat das geklappt, Lena? Gar nicht. Gar nicht. Jetzt weiß es jeder. Ja. Mein dunkelsten Geheimnisse. Dunkelstes Geheimnis. Das war voll kreativ, Mann. Das war so ein Hosenkleiderbügel, wo man sowas rein... So, und da wollte ich dann mein Lernzeug reinmachen. Ja, an sich ist das ja auch eine gute Idee. Ja, aber habe ich ja nicht gemacht. Auf jeden Fall egal. Ich habe mir noch was gekauft. Und zwar werden wir das auch testen. Wenn ihr Bock habt, zeige ich das in dem Video, weil wir haben es beide noch nicht ausprobiert. Und zwar handelt es sich um Augenbrauen und Wimpernfarbe. Ich möchte aber nur... Ja, ich möchte aber nur meine Augenbrauen färben, weil ich habe mir schon mal meine Wimpern färben lassen beim Kosmetiker und da finde ich, ist nicht so gut für die Wimpern, aber bei den Augenbrauen will ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich doch irgendwie recht helle Augenbrauen habe und die jeden Tag nachziehen muss, wenn ich mich schminke. Das werden wir ausprobieren. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Kommentar oder ein Like da, wenn ihr dazu ein extra Video haben wollt. Das ist für Augenbrauen, guckt euch mal diese verkackte Augenbraue auf diesem Ding an. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Wenn jemand sieht auch sogar, dass das falsche Wimpern sind. Ja. Guck dir das mal an. Ja. Okay. Dieses Bild ist eine Werbelüge. Egal, okay. Also wir testen es auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, dann in Form eines Videos, wenn nicht, dann nicht. Und hast du noch irgendwas? Ja, ich habe noch was. Ganz schön viel. Also ich kaufe mir immer die lilanen Airwaves. Ich finde die super handlich, dadurch, dass es nicht gleich diese Riesenboxen sind, die sich die Lena immer kauft und sind gut für unterwegs. Was ich mir noch gekauft habe, ist der neue Concealer von Fit Me in der Farbe 15. Und den hatte ich davor schon mal ausprobiert und auch benutzt. Und das ist jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal, dass ich mir den nachgekauft habe. Also ich bin eigentlich echt damit zufrieden, das ist feuchtigkeitsspendend. Wirklich stark deckend ist er jetzt nicht unbedingt, aber man kann das ganze Jahr fixieren mit Puder und dann hält es auch den ganzen Tag. Weiter geht's mit einem Eyeliner von Trend It Up, der ist wasserfest und ich muss sagen, ich bin echt super zufrieden damit. Vor allem, ich habe davor immer P2 Produkte benutzt, auch wasserfest. Und der ist echt eine super Alternative, vor allem weil jetzt P2 das Sortiment verlässt von DM. Aber nicht komplett. Aber ich weiß nicht, ob da noch... Da ist bestimmt noch ein Eyeliner drin, aber das hat mir jetzt auf jeden Fall kleiner geworden. Aber das ist auf jeden Fall eine super Alternative, finde ich. Also kann sogar den von P2 ersetzen, würde ich sagen. Okay, bei Eyeliner bin ich nicht so die, die man fragen kann. Aber sie trägt immer Eyeliner, immer. Sie würde bestimmt für euch auch mal so ein Eyeliner-Tutorial machen. Ja, so. Also alle ein Däumchen hoch, damit Zoe auch mit YouTube anfängt. Das ist das letzte Produkt. Das ist ein Augenbrauenstift von NYX. Den habe ich mir direkt am Tag der Eröffnung der NYX-Theke gekauft. Der ist in der Farbe 06 Brunett. Und ich finde den einfach super praktisch, weil man den auf der einen Seite sehr schön rausdrehen kann und mit der anderen Seite super verblendet. Also... Ich würde auch was sagen. Ja? Der ist ganz dünn. Ich habe die zwar von NYX noch nicht ausprobiert, aber die sind ganz dünn, mit denen kann man ganz fein malen. Ja. Ich habe mich gerade gemeldet, weil ich auch was sagen Ach, nee. Ich habe noch was. Stimmt. Ich habe auch noch was. Aber oh, die hatte ich, glaube ich, in meinem letzten Video schon an. Aber die gibt's jetzt auch beim DM zu kaufen. Ich wurde direkt drauf angesprochen. Genauso wie dieses Armband. Mhm. Das ist nämlich auch sehr schön. Ja. Ich finde den Schmuck, den neuen, in der Evelyn, bei den Evelyn-Dingern eh voll schön. Ja, es ist sehr goldlastig. Ich bin eigentlich mehr so der Silber-Fan, aber ich finde die Sachen sehr schön. Es gibt auch so eine schöne Dreierkette. Ich stehe auf sowas vor. Ehrlich? Mhm. Mit so einem Steinchen oder so? Mit Steinchen. Muss ich mir mal angucken. Aber die ist gold. Ich hätte die gerne in Silber.
liebes DM-Team, ich hätte diese Dreierkette gerne in Silber. Bring doch mal eine Silber-Edition raus. Es gibt ja auch Silberschmuck, aber ich finde gerne die Sachen, die es in Gold gibt, in Silber. Ja, wieso machen die das nicht? Wieso macht ihr das nicht? Wäre auf jeden Fall cool. Ja. Das war's mit unserem DM-Haul. Wenn ihr noch andere DM-Hauls von mir sehen wollt, dann schaut doch mal hier oder hier ist jetzt ein i, ein kleines. Drückt da mal drauf und dann seht ihr eine ganze Liste von DM-Hauls. Und hier unten in der Infobox sind die natürlich auch nochmal verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.